Bei der Rettungsaktion des verletzten Höhlenforschers aus der Schachthöhle im Untersberg arbeiten die Hilfskräfte Hand in Hand. Dass neben Großgerät auch die kleinen Dinge wichtig sind, weiß Matthias Schmidberger. Also ich unterstütze hier den Einsatz in der Logistik unten am Landeplatz, um die Höhlenretter oben am Berg mit Nachschub zu versorgen. Also die Anhänger sind aus ganz Südbayern zusammengezogen worden, weil in jedem das Material für eine Höhlenrettungsgruppe drin ist. Da ist die persönliche Schutzausrüstung der Höhlenretter drin, aber auch Unmengen an Seilen, Bohrhaken, Bohrmaschinen, medizinisches Material tragen und zum Beispiel auch Lebensmittel und Kocher, um in der Höhle sich versorgen zu können. Schlafsäcke, Isomatten. Ja, je nachdem, wie lange er in der Höhle bleiben will, nimmt er eben auch durchaus Kochutensilien und Schlafmöglichkeiten mit. Aber so eine kleine Mindestausstattung mit Erste-Hilfe-Pack und irgendein Wärmebeutel oder Biwaksack hat man in der Regel schon auch dabei, wenn irgendwas passiert, dass man sich einfach helfen kann. Unter den widrigen Bedingungen müssen sich die Retter jedoch nicht nur selbst helfen. Ja, er hat ungefähr so eine eigene Tonnage von 5 bis 10 Kilo dabei für seine Schutzausrüstung und persönliche Gegenstände. Und dann kommt eben nochmal das Gleiche oder auch mehr, je nach Kondition des Retters, dazu, um an zusätzlichen Bohrhaken, medizinischem Material, Notfallausrüstung, Flaschenzüge, zusätzliche Seile, weil ja viele Quer- und Vertikalschächte zu versichern sind, um den Patienten dann daran rauf oder quer zu ziehen. Wir haben Seilbahnen aufgebaut in der Höhle, um den möglichst schonend rauszubringen, weil gehen wird er nicht mehr können in dem Fall. Ja, die Höhlentrage ist so ein Spezialfall, die deutlich kleiner und leichter ist als die Trage, die wir sonst in der Bergrettung hernehmen. Im Sommer haben wir ja schwere Gebirgstrage für den Fels und im Winter eben den fahrbaren Akja mit Vakuummatratze. Und hier die Höhlentrage ist halt deutlich leichter und kleiner. Ja, es wird schon auch viel improvisiert in der Höhle, weil es eben nicht so üblich ist und nicht in der Industrie alles zu kaufen gibt. Lustiges Modell der Schweizer, sie haben ihre Trage, tun sie nicht mit einem Vakuumbett wie bei uns auskleiden, das aus dem Rettungsdienst zu beziehen ist, sondern sie nehmen 2 Dosen Bauschaum mit, legen den Patienten in ihre Trage und schäumen ihn aus, dann ist er auch genauso gut verpackt, ist deutlich leichter und auch funktionabel. Geht halt nur einmal. Die Riesending-Schachthöhle stellt dabei die Helfer vor Herausforderungen, die mit der Bergrettung nicht zu vergleichen sind. Der sprichwörtliche Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ja, das eine ist mal, dass es sehr, sehr dunkel ist da drunten, und zwar die ganze Zeit. Das ist für die Psyche auch nicht unbedingt förderlich. Es ist kalt, es ist 5 Grad permanent, es ist nass. Es kann kein Hubschrauber hinfliegen und wenn ich tief genug drin bin, brauche ich einfach auch unheimlich lange, um wieder nach oben an die Oberfläche zu kommen. Das ist ja beim Berg, da ist es, ja, eben wenn der Hubschrauber kommt, relativ einfach. Und also so lange Bergrettung haben wir in den Bayerischen Alpen schon lange nicht mehr gehabt. Da müssen wir schon weit zurückgehen, um an irgendwelche Wände der Eiger Nordwand zurückzugehen, wo die so lange in der Wand waren wie jetzt hier in dem Fall. Am Freitag liefen die Vorbereitungen zur Rettung des Verletzten weiter auf Hochtouren. Der Aufstieg soll demnächst beginnen.